An dieser Stelle beschäftigen wir uns nochmal mit dem geologischen Untergrund hier im Aachener Wald. Wir befinden uns in der Nähe des Forsthauses Schöntal. Und hier haben wir ganz besondere Steine, an denen man sehr viel über die Geschichte oder die geologische Geschichte des Aachener Raumes lernen kann. Was wir hier haben, sind Sedimentgesteine aus dem Oberkarbon. Das heißt, sie gehören zum sogenannten Grundgebirge. Und im Detail haben wir hier die sogenannten Walhorner Schichten. Walhorner Schichten bestehen aus Ton und Sandstein. Der Name Walhorner Schichten ist ein Lokalname. Und jetzt schauen wir uns die Gesteine mal im Detail an. Und was uns auffällt ist, dass in den Gesteinen überall so kleine Kiese drin sind, so Quarzgesteine. Und diese Kiese werden natürlich nur dann abgelagert, wenn wir eine gewisse Bewegung des Wassers haben. Das heißt, wir brauchen eine gewisse Transportkraft des Wassers. Das heißt, diese Kiese zeigen uns an, dass diese Sedimente in bewegtem Wasser abgelagert worden sind. Zum Beispiel in einem Fluss oder im Meer dicht an der Küste. Haben wir nur ganz feine Sedimente, wie zum Beispiel unterhalb der Adelbertskirche am Kaiserplatz, deutet das darauf hin, dass wir keine Wasserbewegung haben. Sehr stille Sedimente. Zum Beispiel in einem großen See oder wie an der Adelbertskirche im Meer in den tieferen Bereichen. Diese Steine hier, diese kleinen Kiese zeigen uns an, das muss dicht an der Küste passiert sein. Das ist passiert kurz bevor sich das variszische Gebirge gebildet hat. Nun ist mit diesen Gesteinen hier noch deutlich mehr passiert. Wenn Gesteine in einem Fluss abgelagert worden oder überhaupt irgendwo abgelagert werden, dann passiert das horizontal, eine Schicht über der anderen. Die Gesteine hier stehen nun senkrecht, das heißt, sie stehen so. So werden Gesteine natürlich nicht abgelagert. Was hier passiert ist, die fluvialen Sedimente oder die Sedimente aus dem Randbereich des Meeres sind durch die Gebirgsbildung, durch die variszische Gebirgsbildung aufgefaltet worden und senkrecht gestellt. Das hier ist der Sockel des riesigen variskischen Grundgebirges, zumindest eine Stelle davon. Und diese Auffaltung und Senkrechtstellung hat noch große Bedeutung dann für den Abbau der Steine, weil diese Walhorner Sandsteine sind gut spaltbar und wurden an dieser Stelle als Bruchsteine abgebaut, zum Beispiel für Baumaßnahmen. Und wir finden sie an verschiedenen Aachener Gebäuden dann. Das heißt, an dieser Stelle haben wir Gesteine, die uns viel über die Geschichte des Aachener Raumes erzählen und gleichzeitig auch eine wirtschaftliche Bedeutung haben.